Hi Leute, ich bin Anja vom Kanal Miss Stylish und ja, die, die mich kennen, werden sich jetzt wundern, warum ich mich vorstelle. Das hat einen Grund und zwar bin ich Teil eines Adventskalenders und ich bin Türchen Nummer 8 und es wird jeden Tag auf einem anderen Kanal ein Video hochgeladen und ja, es wird natürlich auch ein Gewinnspiel geben. Ich erkläre euch gleich, was ihr dazu machen müsst und zwar im Laufe des Videos wird irgendwo ein Wort auftauchen. Ihr müsst dann aus allen 24 Videos, die hochgeladen werden bis Weihnachten, diese Wörter suchen, von Anfang bis Ende aneinander rein und dann bekommt ihr einen schönen Satz. Diesen müsst ihr an die in der Infobox verlinkte E-Mail-Adresse schicken und wenn das stimmt, könnt ihr was gewinnen. Und zwar gibt es zwei Preise. Und zwar der erste Preis ist, das finde ich richtig mega cool, einen Filmsaal in einem Cineplex eurer Wahl, also in jeder möglichen Stadt, wo es eben Cineplex gibt, für euch, für eure Freunde und Familie ganz alleine. Nochmal herzlichen Dank an Cineplex, ist ein richtig cooles Geschenk. Ihr könnt dort entweder eine Privatvorstellung bekommen mit euren Freunden oder Familie oder ihr könnt auch eure Playstation oder sowas zum Zocken mitnehmen, was ich persönlich mega cool finde. In einem Kino mal zu zocken ist ja voll das Highlight. Und das ist der erste Preis. Und der zweite Preis wird eine Kiste voller Geschenke sein. Und zwar wird jeder YouTuber von uns ein Geschenk in eine Kiste legen. Und diese Kiste mit all den Geschenken könnt ihr gewinnen. Das heißt, wenn ihr Gewinner Nummer 1 seid, dürft ihr euch aussuchen, ob ihr den Cineplex-Gutschein, sprich ein Saal für euch haben wollt oder die Geschenkekiste von allen YouTubern. Und der zweite Gewinner bekommt eben das, was übrig bleibt. Und was ihr von mir bekommt, sprich was ich in die Kiste reinlege, das werdet ihr am Ende vom Video sehen, da zeige ich euch das. Jetzt genug geredet, wir fangen mal an. Und zwar, ich habe gedacht, an Weihnachten, was macht man an Weihnachten noch gerne? Man isst. Man isst sehr viel und man isst sehr leckere Sachen. Und ich dachte mir, ich backe etwas für euch als kleine Inspiration, vielleicht als Nachtisch oder vielleicht auch für die Feiertage, vielleicht bekommt ihr Besuch. Oder ihr wollt vielleicht eurer Mama oder Freundin oder Freund irgendwas Schönes backen. Das ist ganz simpel und schmeckt richtig gut. Ich mache diesen Kuchen, es wird einen Kuchen geben, fast zu jeder Gelegenheit, weil es einfach immer gut ankommt, super easy ist, schnell geht und lecker schmeckt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir zu backen. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin jetzt hinter der Kamera und ich zeige euch erstmal, welche Zutaten wir benötigen für den italienischen Apfelkuchen Montagliari. Und zwar brauchen wir natürlich Äpfel. Wir brauchen 5 Äpfel, dann benötigen wir 2 Eier, dann 300 Gramm Zucker. Es ist natürlich sehr viel. Ich kann schon vorab sagen, der Kuchen ist sehr, sehr süß. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen, aber ich mache ihn immer so richtig süß, wenn schon denn schon, ne? Dann gibt es noch einen Beutel Vanillezucker. Dann kommt 100 Gramm flüssige Butter. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Pflanzencreme, die ist auch zum Braten und Backen und Kochen. Davon einfach 100 Gramm. Damit schmieren wir später dann auch die Backform ein. Und dann benötigen wir noch Mehl. Das haben wir hier auch. 100 Gramm Mehl. Und von dem Backpulver benötigen wir dann einen halben Beutel. Und als letztes benötigen wir noch Milch, und zwar 100 Milliliter Milch. Ganz easy. Und genau, später brauchen wir, wenn der Kuchen fertig ist, auch noch ein bisschen Puderzucker, aber erst, wenn der Kuchen kalt ist. Das waren die Zutaten und benötigen wir noch einen Schneebesen. Wir brauchen wirklich nicht mehr als ein Schneebesen. Ihr braucht kein Rührgerät, wir brauchen nichts außer ein Schneebesen. Und es geht los. So, dann machen wir jetzt zuerst mal den Zucker in die Schüssel. Dann die 2 Eier. Dann Vanillezucker. Das Mehl. Einen halben Beutel Backpulver. Die flüssige Butter. Und 100 Milliliter Milch. Und jetzt wird gerührt. Ja.
So schnell geht das alles zusammen und dann wird das hier eine schöne cremige Masse, die man auch gerne probieren kann. Mmh. So, jetzt sind die Äpfel dran. Wir schälen die Äpfel. Und dann müsst ihr versuchen, die Äpfel in ganz, ganz dünne Scheiben zu schneiden. Also wirklich versucht sie ganz, ganz dünn zu machen. So, also ganz, ganz dünne Scheiben. Und dann könnt ihr die eigentlich auch schon in den Teig werfen. So, das mache ich jetzt schnell mit allen 5 Äpfeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich alle Äpfel geschnitten und ja, jetzt vermengen wir das einfach nur. Also das ist super easy, einfach nur die Apfelscheiben in den zusammengerührten Teig und ein bisschen vermengen, dass eben die ganzen Äpfel schön ummantelt sind mit dem Teig. Das ist super, super easy. Ich habe hier eine ganz normale Springform und da gebe ich jetzt von der flüssigen Butter rein und dann wird das mit einem Pinselchen schön eingeschmiert und dann kommt jetzt noch ein bisschen Mehl in die Form, einfach unten auf den Boden und dann könnt ihr die Form einfach so hochheben und von unten ein bisschen klopfen und dann so runterfallen lassen. It's so easy. Oh, ich kann euch sagen, so einen guten Apfelkuchen habt ihr mit Sicherheit noch nicht gegessen. Jetzt kommt der Teig in den Ofen. 45 Minuten bei 180 Grad. So, meine Lieben, sieht der Kuchen aus. Fertig, frisch aus dem Ofen, beziehungsweise schon etwas abkühlen lassen. Und ja, schon die Springform ein bisschen rausgelöst. Sieht super lecker aus, ne? Ich habe hier so coole Formen, das gab es mal bei Chibo. Leider gibt es keine Sterne, ihr könnt euch aber zum Beispiel auch aus Papier, einfach aus normalem Papier oder Pappe Sterne ausschneiden und drauflegen. Habe ich auch schon mal gemacht, aber ich nehme jetzt einfach mal Herzen. Ist ja auch ganz süß, dann haben wir hier den Puderzucker. Und dann kommt hier Puderzucker auf die Schablone. So sieht der Kuchen jetzt fertig aus. Ihr könnt natürlich auch passend zu Weihnachten, wie ich schon gesagt habe, Sterne ausschneiden und die drauflegen oder so. Und ja, so sieht er jetzt aus und er schmeckt einfach köstlich. Ich richte ihn jetzt nochmal an. So, meine Lieben, das war das Video zu meinem leckeren Apfelkuchen Weihnachtsnachtisch. Und ja, er ist so richtig lecker. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Der ist so einfach zu machen und einfach super, super, super mega lecker und vor allem, wenn er noch so ein bisschen warm ist, in Verbindung mit dem Vanilleeis, ist das so lecker. Und ja, schön andekoriert mit ein bisschen Kakao am Rand, sieht er doch richtig geil aus und so saftig. Und ich lasse es mir jetzt schmecken und ich hoffe, ihr habt auch fleißig zugeschaut und das Wort, das versteckte Wort in meinem Video gefunden. Sammelt alle Wörter, reiht sie aneinander und nehmt am Gewinnspiel teil. Lest euch nochmal alles in der Infobox durch, dort ist alles beschrieben. Von mir zu gewinnen gibt es eine kleine süße Body Lotion und zwar Litchi und Strawberry, total süß verpackt. Also das kann man schon so richtig schön verschenken, weil das richtig süß aussieht. Und ja, da ich ja einen Beauty-Kanal habe, dachte ich, verschenke ich auch etwas, was mit Beauty zu tun hat. Falls ihr natürlich kein Mädchen sein solltet, kein Problem. Eure Freundin, Schwester, Mama, wer auch immer, freut sich da mit Sicherheit auch drüber. Das ist ein super Geschenk, dann könnt ihr es einfach weiter verschenken und das kommt gut an. Auf jeden Fall kommt das in die YouTuber-Kiste und ich wünsche euch ganz viel Glück und drückt die Daumen beim Gewinnen. Und ich verlinke euch hier das Video von gestern. Schaut bei dem lieben Kamichan auch mal vorbei. Und hier kommt ihr zu dem Kanal von Fitti Hollywood. Da wird dann morgen das nächste Video zu sehen sein. Und natürlich ist auch die ganze Playlist verlinkt in der Infobox. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben.